So Leute, ich habe mal wieder Filme geschaut in den letzten Wochen und natürlich möchte ich mein Filmerlebnis mit euch teilen. Und wenn ihr Lust habt, darauf zu hören, welche Filme ich geschaut habe und wie ich sie beurteile, dann seid ihr hier absolut richtig. Und wir haben heute tatsächlich ein bisschen was auf dem Zettel, denn es hat sich etwas angesammelt. Unter anderem Filme aus meiner Sammlung, aber auch zweimal Streaming-Angebot habe ich genutzt. Ja, Retro-Saschi hat Streaming genutzt. Allerdings nicht für einen Film, sondern ihr werdet es gleich erfahren. In der Mitte des Videos werden wir dann in den Streaming-Bereich kurz wechseln und dann gehen wir zurück in den Sammlungsbereich. Und das Ganze läuft wie immer, Leute. Ich habe die Filme geschaut und ich beurteile sie dann am Ende, nachdem ich darüber mit euch geredet habe und sie euch vorgestellt habe in der Edition, in der ich sie habe. Ich beurteile sie auf einer Skala von 1 bis 10. Und bei mir auf meinem Kanal gibt es Kaffeebohnen und keine Punkte. Denn das Ding hier heißt Kaffee mit Sashi. Und dazu begrüße ich euch ganz herzlich. Hallo, seid willkommen. Das ist mein Kaffee für das heutige Video und ich bin euer Sashi. Und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Und wie gesagt, wir werden heute ein wenig über Filme schnacken, ja? Das waren praktisch die schlechten Filme, die ich gerade ausgehustet habe. Ja, Augenblick. Die stelle ich euch hier gar nicht vor. Trotzdem wird es auch, oh, ich weiß gar nicht, gibt es hier irgendwelche Gurken? Na, wir werden das mal schauen, ob es hier irgendwelche Gurken dabei gibt heute, Leute. Und wir fangen sofort an mit dem ersten Film, den ich geschaut habe. Ein Film von 1980. Bei vielen gilt er als Klassiker. Tatsächlich hat der Film 1981 die Goldene Himbeere erhalten. Und zwar für den Film und für beide Hauptdarsteller. Er gilt aber bei vielen als Klassiker. Ich habe geschaut für euch Saturn 3 mit Kirk Douglas, Farrah Fawcett und Harvey Keitel in einer seiner ersten größeren Rollen. Saturn 3. Tatsächlich kenne ich den kleinen Science-Fiction-Film von früher. Aus meiner Kindheit. Da lief der nämlich tatsächlich auch rauf und runter. Und worum geht es? Naja, es geht um ein Pärchen. Adam und Alex. Adam, gespielt von Kirk Douglas, dem Vater von Michael Douglas, ja, und Alex ist Farrah Fawcetts Charakter. Die beiden sind auf einem der Monde des Saturn und die Station, wo die sind, heißt Station 3. Und dort forschen sie mit Lebensmitteln, um nämlich die Lebensmittelknappheit auf der Erde irgendwann bekämpfen zu können. Das ist also so ein Forscherpärchen. Dann wird da allerdings ein Commander hingeschickt, gespielt von Harvey Keitel, und der kommt mit seinem Roboter an. Und Harvey Keitel verliebt sich nun in Alex, Farrah Fawcett, und dann programmiert er den Roboter, den er mitgebracht hat, nicht dafür, den beiden zu helfen bei ihrer Nahrungssuche oder der Knappheit, um die irgendwie, um der Einhalt zu gewähren, sondern er programmiert den Roboter darauf, Unheil zu stiften. Weil Harvey Keitel hat sich als Major Benson verknallt in Alex. Farrah Fawcett ist auch nicht schwer, die Frau ist wirklich toll, ja, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Ich habe allerdings keinen Killerroboter. Ich habe einen Hasen draußen im Stall, dann hätte ich den losgelassen, dann hätte er sie mit dem Löwenzahn irgendwie beworfen. Und der Roboter greift dann zum Beispiel Adam an, Kirk Douglas. So, das ist praktisch das Grundgerüst. Und dieser Film spielt tatsächlich fast nur im Inneren dieser Station. Ja, also du siehst absolut, das ist ein Studiofilm. Klar, es gibt keine echten Aufnahmen im Weltall. Ja, die Szenen, die dann tatsächlich draußen auf diesem Mond spielen, also im Äußeren dieser Station Saturn 3, da hat man irgendwie das Gefühl, da gibt es irgendwie, ja, wie hier. Also es ist nicht so wie auf dem Mond, dass du fliegst oder dass du hüpfst, so schwerkraftmäßig irgendwie, sondern du gehst da ganz normal längs. Scheinbar geht das da alles. Der Film kommt sehr klaustrophobisch daher, weil er halt nur in dieser Station spielt, in irgendwelchen dunklen Gängen und du weißt nie, wo ist dieser Killer-Roboter gerade, was hat Harvey Keitel nun wieder vor. Er spielt tatsächlich da und der Film lebt von seiner Atmosphäre. Der Film lebt von seiner klaustrophobischen, dichten Atmosphäre, von seinen Hauptdarsteller, natürlich dieses Zusammenspiel, wo Eifersüchteleien und Intrigen auftauchen, Kirk Douglas, Farrah Fawcett, Harvey Keitel, Farrah Fawcett wirklich sexy, ja. Viele ältere Leute kennen sie noch aus der Fernsehserie Drei Engel für Charlie. Kirk Douglas tatsächlich wirkt ein bisschen zu alt für Farrah Fawcett. Aber
Das sagt tatsächlich auch Harvey Keitel dann irgendwann zu Alex, sagt, also Farrah Fawcett, wollen Sie hier wirklich mit so einem alten Mann, mit so einem Greis hier alt werden auf in dieser Station hier? Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Film hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Dafür, dass er die Goldene Himbeere erhalten hat für Farrah Fawcett, für Kirk Douglas und für den Film selbst, Saturn 3, muss ich sagen, ist das ein wirklich eine schöne kleine Perle für mich gewesen. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich ein Herz habe für B-Movie-Perlen, für Trash-Filme. Ja, teilweise liebe ich praktisch Goldene Himbeeren-Filme 100-mal lieber als irgendwelche Oscar-prämierten Filme. Und ich habe mich einfach gut unterhalten. 1,5 Stunden gut unterhalten. Das Zusammenspiel der Schauspieler, diese klaustrophobische Atmosphäre da. Ja, natürlich, es sind keine großen Trick-Effekte dabei. Ihr seht auch ein hammergeiles Cover irgendwie hier. Saturn 3 auf der Rückseite. Haben wir noch einige Szenenfotos, die Inhaltsangabe. Ihr seht ein Stück vom Roboter. Und wir haben sogar Extras dabei, Audiokommentare und einen Bericht von irgendeinem Saturn 3 Fachmann, der wohl Fachmann ist, der einen Doktortitel gemacht hat über diesen Film. Ich muss wirklich sagen, Saturn 3 ist natürlich mitgeschwommen, so in dieser Zeit nach Alien. 79 war Alien und dann kamen ja viele Filme so irgendwie, gleich kommen wir auch noch zu einem, die so in dem Fahrtwasser schwammen, beengter Raum, dunkle Gänge, du weißt nie, wo ist das, wo ist die Gefahr gerade, hier ist es jetzt der Roboter und nicht das Alien irgendwie, hat natürlich auch nicht so viel Budget an Bord gehabt, natürlich, trotzdem hat das Ding mich gut unterhalten, ja. Jüngere Zuschauer oder Zuschauer, die heute gerne so auf schnellere Filme stehen, schneller erzählen, die werden damit wahrscheinlich nicht allzu viel anfangen können, weil der Film dann doch langsamer und ruhiger erzählt ist. Aber mir hat er einfach Spaß gemacht und von mir bekommt Saturn 3 8 von 10 Kaffeebohnen. Hat mich gut unterhalten. Das war die beste Himbeere, die ich bisher hatte in diesem Jahr. Ja? So. Dann habe ich einen Film geguckt. Den habe ich tatsächlich schon mal vor 20 Jahren geschaut, als ich Zivildienstleistender war. Zivildienstleistender für alle, die jünger sind und das nicht mehr wissen. Früher gab es Bundeswehr, ja. Oder du hast verweigert, wenn du nicht zur Bundeswehr gehen konntest, aufgrund Gewissenskonflikten, weil du keine anderen Menschen gerne umbringen willst, die dir nichts tun. Dann hast du verweigert, hast Zivildienst gemacht. Das habe ich damals gemacht und da habe ich einen anderen Zivi kennengelernt. Und der hat mir diesen Film empfohlen und ich war damals unglaublich enttäuscht. Das ist eine Gurke für mich, langweilig. Und der hat so geschwärmt, einer der besten Filme aller Zeiten, bla 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 bla. Jetzt habe ich ihn mir vor einigen Wochen in die Sammlung geholt und habe ihn jetzt geschaut. Ja, und er muss sagen, im Director's Cut, der nochmal einen Ticken länger geht und... Klasse. Im Rausch der Tiefe von Luc Besson. Von 1988. Der Film hat in Europa unglaublich abgesahnt, was die Laufzeiten anging in den Kinos, was aber auch die Begeisterung des Publikums anging. In den USA ist er abgesoffen. Ja, weil das amerikanische Publikum kann nichts anfangen mit europäisch erzählten Filmen. Ja, die machen ihr Kino, das folgt immer einer Spur, einer Linie. So wie, ne, Hollywood, Happy End am Ende. Hier gibt's kein Happy End am Ende. Damit können die nichts anfangen. Luc Besson hat hier Regie geführt. Luc Besson, der unter anderem auch gemacht hat, Leon der Profi. Aber auch Das fünfte Element oder Nikita zum Beispiel. Und wir haben hier als Darsteller bei einem Jean Reno, noch ziemlich jung, und eine Rosanna Arquette. Ja? Und Soundtrack geschrieben hat Eric Serra. Der hat unter anderem ja auch den Soundtrack gemacht zu Das fünfte Element oder auch zu James Bond Goldeneye. Und ich muss sagen, dieser Film ist von vorne bis hinten für mich ein Meisterwerk. Was mich vor 20 Jahren geritten hat, zu sagen, dieser Film ist eine Gurke, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es dem geschuldet, dass ich damals 20 Jahre jünger war und mit 20 Jahren etwas anderes wollte oder etwas anderes mir erwartet habe. Es geht um zwei Tiefseetaucher und da ist jetzt die Weltmeisterschaft irgendwie im Tauchen. Es geht darum, wer taucht am weitesten nach unten. 100 Meter, 105 Meter, 110 Meter, das Ganze ohne künstliche Luft. So, und das sind zwei junge Männer. Jean Reno ist der eine davon und der lädt dann seinen Kumpel aus Kindertagen ein. Die haben früher schon immer so kleine Wettstreits gemacht. Das wird auch gezeigt in der Schwarz-Weiß-Blende zurück. Und dann treten die gegeneinander an und tauchen. Auf der einen Seite sind sie Rivalen und auf der anderen Seite sind sie dicke, fette Kumpels. Und das Ganze ist einfach toll. In wirklich traumhaften Bildern, mit einem blauen Ozean, mit Delfinen dabei, mit Felsklippen dabei. Ganz außergewöhnlicher Humor.
Ja, also mal was ganz anderes, nicht so dieses typisch amerikanische dabei. Der Soundtrack von Eric Serra tatsächlich sehr stimmungsvoll. Ich finde den wirklich gelungen hier. Im Rausch der Tiefe betört mich, hat mich einfach von vorne bis hinten begeistert. Und das über seine gesamte Lauflänge von 162 Minuten. Und guckt euch auch dieses geniale Cover an. Wie er da die Hand ausstreckt in diesem wie Diamanten funkelnden Ozean und die Hand dem Delfin entgegenstreckt. Auf der Rückseite haben wir dann die beiden Kontrahenten, die gegeneinander antauchen sozusagen. Das Ganze verpackt mit einer nicht ganz so konventionell erzählten Liebesgeschichte. Wirklich, wirklich toll. Im Rausch der Tiefe von 1988. Der hat mich vollends begeistert, von vorne bis hinten. Also wer mal ein bisschen was abseits sehen will vom Mainstream, wer ein bisschen was abseits sehen will von typisch amerikanisch erzählten Filmen, hier ist eine wirkliche Euro-Perle. Eine wirklich tolle Perle. Ein toller Film. Kein Action-Bromborium, keine Effektorgie, aber eine schön erzählte Geschichte über zwei Männer, die Freunde sind und gleichzeitig Rivalen. Für mich perfekt. Ein perfekter Film auf seine Art und Weise. 10 von 10 Kaffeebohnen im Rausch der Tiefe. Ich bin so froh, dass ich mir das Ding praktisch in die Sammlung geholt habe. Ganz, ganz klasse. So, Leute, jetzt kommen wir wieder zu der Fraktion, die wahrscheinlich damit nicht allzu viel anfangen kann. Das, was ich eben schon sagte, wieder so ein Vertreter, der im Zuge von Alien 1979 mitgeschwommen ist. Dieser Film ist von 1981 und ich habe ihn hier letztes Mal in meinem Format rein in die Sammlung präsentiert und ich habe ihn jetzt geschaut. Und die Rede ist von Planet des Schreckens, Galaxy of Terror, wie er auch heißt. Unter anderem mit an Bord als Darsteller Robert Englund, der später dann, 3 Jahre später, die Rolle des Freddy Krueger in A Nightmare on Elm Street bekommen hat. Worum geht es in Planet des Grauens, des Schreckens? Planet des Schreckens? Grauen ist auch. Also es geht, wie so oft in diesem Film, um ein nicht mehr in Funkkontakt stehendes Raumschiff, was auf irgendeinem Planeten abgestürzt ist. Und nun wird eine Rettungsmission zusammengestellt und die fliegen mit so einem kleinen Raumschiff auf diesen Planeten und versuchen diese Crew, die da verloren gegangen ist, zu suchen. Also es basiert ähnlich wie bei Alien, wo die auch dieses Signal bekommen und dann denken sie, das ist ein Hilferuf, aber eigentlich ist es bei Alien ja ein Warnzeichen irgendwie. Und hier, Planet des Schreckens, ist es dann so, die Crew besteht natürlich wieder aus den Dusseln, die immer in diesen B-Movies bestehen. Da ist einer mit einer großen Klappe, einer, der gut schießen kann, ein Nerd mit Brille, der gar nichts gebacken kriegt, ein Computertyp, ein älterer, 2 Frauen, wovon die eine blond ist und die andere brünett. Also die ganzen Klischees werden hier bedient. Und dann erkunden sie den Planeten, kommen an so einer großen Pyramide an und in dieser Pyramide sind unglaublich viele komische, kreativ tolle Creature-Feature-Effekte drin, ja. Also es sind alles handgemachte Effekte, kein Computer-Brimborium, nichts. Die ganzen Figuren sind tatsächlich so ausgearbeitet worden aus Gummi, aus Plastik, was weiß ich. Und was für tolle Ideen dabei sind. Was für tolle Ideen. Ich meine, da gibt es eine Beischlafszene mit einer Made, mit einer großen Made, die 10 Meter groß ist. Eine Beischlafszene. Wenn ich weiß, was Beischlaf ist, einfach mal googeln. So, und der Film ist einfach ein Fest für mich gewesen als Trash- und B-Movie-Fan. Natürlich nicht der große Wurf. Natürlich sind diese Filme auch immer ein bisschen zäh, kommen nicht so richtig zu Potte. Die Drehbücher sind jetzt nicht so toll ausgearbeitet wie bei den großen Produktionen, dass man jederzeit sagen könnte, klasse und ich sitze da nägelkauend vor. Aber es reicht alle Male für einen unterhaltsamen Nachmittag oder Abend hier irgendwie über 90 Minuten hinweg irgendwie die geilen Effekte mir anzugucken, wie doof die Charaktere handeln, die da in jede Falle von den Monstern reingeraten und diese tolle Atmosphäre auch mit sich schwingen. Dafür, dass es so ein B-Movie ist und scheinbar nicht viel Budget vorhanden war, muss ich sagen, haben die das gut hingekriegt. Also teilweise hast du wirklich das Gefühl, die Weite des Planeten ist gut gezeichnet, das Innere der Pyramide haben sie gut dargestellt. Einfach nur klasse. So sieht das Ganze aus. Von vorne habe ich euch schon gezeigt, dieses absolut geniale Cover. Von hinten haben wir dann auch ein paar tolle Fotos. Cast and Crew. Von innen haben wir die bedruckte Blu-ray. Natürlich ein Wendecover mit an Bord. Und Planet des Schreckens hat mich, wie gesagt, gut unterhalten, nicht der Riesenwurf und erhält von mir 7 von 10 Kaffeebohnen. Natürlich ist das nur was für B-Movie und Trash-Fans. Ja? Es muss nicht immer ein
Ridley Scott sein, der sowas inszeniert mit einer Sigourney Weaver an Bord, sondern es können auch No-Name-Darsteller sein mit einem No-Name-Regisseur und wenig Kapital, das sie hatten, wenig Budget. Ich fühle mich unglaublich gut unterhalten mit diesem kleinen Filmchen. Mua, vielen Dank dafür, möchte ich sagen. So, jetzt kommen wir zum Streamen. Ich habe gestreamt. Ja, ich bin ja ein riesen Bond-Fan. Und James Bond wird ja jetzt gerade in diesem Monat, Oktober, 60 Jahre alt. Und da habe ich mich mal so ein bisschen umgeguckt. Es ist etwas Schönes bei rumgekommen. Es gibt nämlich eine Dokumentation und die heißt Der Klang von 007. Bei meinem Streaming-Anbieter gab es den 1,5 Stunden Dokumentation über die Soundtracks und die Titellieder von den James-Bond-Filmen. So, und das habe ich mir gestreamt. Das habe ich praktisch nicht in der Sammlung. Das ist jetzt aktuell im Programm gewesen. Ist, glaube ich, immer noch im Programm. Also, wer darauf Bock hat, Der Klang von 007. Eine wirklich informative Reportage, in der viele Komponisten zu Wort kommen, die für James Bond die Soundtracks in den Filmen in den ganzen Jahren komponiert haben. Ein John Barry tritt da zum Beispiel auf. Es sind viele, viele andere Komponisten zu hören. Da sind auch oft Archiv Bilder bei von Komponisten, die jetzt heutzutage nicht mehr leben. Ein Thomas Newman sitzt dann da recht selbstgefällig und erzählt, wie was für ein großer Bond-Fan er ist und wie toll es ist, für James Bond Soundtracks zu machen. Thomas Newman, der die schlechtesten Soundtracks ever bei James Bond gemacht hat, der sitzt dann da. Tatsächlich unglaublich interessant, unglaublich schön, vor allen Dingen John Barry immer mal wieder zu hören, auch hinter den Kulissenbildern, wie zum Beispiel ein Tom Jones Thunderball aufnimmt, wirklich schön zu sehen, und doch gibt es auch ein paar Negativpunkte. Zum Beispiel, das ist, was ich gerade sagte, Thomas Newman und auch vor allen Dingen Billie Eilish, die No Time to Die Sängerin aus dem letzten Keine Zeit zu Sterben, die nehmen ja ein bisschen zu viel Platz ein. Immer wieder werden die eingeblendet und vor allen Dingen, wenn eine Billie Eilish da sitzt mit ihrem, ich weiß nicht, was das ist, der Produzent von dem Song, der da mitgedudelt wurde, No Time to Die, wenn die sich so selber belobhudeln, wie geil es im Studio war, wie toll sie sich ergänzt haben und Schleim, 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 wir waren so geil, wir waren die Besten überhaupt. Nein, wart ihr nicht. Aber egal, das hat mir ein bisschen den Spaß vermiest, wenn immer wieder Bezug genommen wurde auf Billie Eilish, immer wieder zurück auf diese neuen Komponisten. Da hätte ich viel, viel mehr gesehen gerne. Von Michael Kamen zum Beispiel hätte ich gerne was gesehen. Natürlich, der ist nicht mehr da, aber da hätte man ja trotzdem noch mal irgendwas einflechten können. Von Bill Conti, der kam auch gar nicht drin vor. Und Marvin Hamlisch, das war wieder sehr interessant, den zu sehen. Auch von damals, aber im Großen und Ganzen bleibt bei mir dann doch mehr als gehobener Durchschnitt war das dann nicht. Ja, also John Barry hat das Ganze gehoben. Irgendwie, aber muss sagen, mehr als 7 von 10 Kaffeepunkten ist nicht drin für Der Klang von 007. So, und als ich aus meinem Bondfieber wieder raus war, jetzt kommen wir wieder in die Sammlung, habe ich einen Film geschaut, den habe ich früher oft gesehen. Fernsehen, Videokassette habe ich ihn unter anderem auch gehabt. Letztes Mal war er in einem Überraschungspaket an mich, tatsächlich, und habe ich mir mal wieder reingepfiffen und wollte mal gucken, wie der Film heute so auf mich wirkt. Superman, der Film von 1978. Regie Richard Donner, der auch Lethal Weapon inszeniert hat oder Die Geister, die ich rief. Und wenn wir schon beim Thema Rief sind, Hauptrolle Christopher Reeve. Als Superman, aber an seiner Seite sind nicht minder wenig bekannte Stars, unter anderem natürlich ein Gene Hackman als Lex Luthor. Was für ein toller Darsteller, ich kann es nur immer wieder sagen. Ja, Gene Hackman, einer meiner absoluten Lieblinge. Eine Margot Kidder als einzig wahre Lois Lane. Und wir haben einen Marlon Brando als Jor-El. Und das ist der Vater von Superman. Der taucht in den ersten 10, 15 Minuten des Films auf, war einer der höchst bezahlten Nebendarsteller damals. Und was soll ich sagen? Es ist Superman. Christopher Reeve ist mein Superman. Ich dulde keinen anderen Superman neben Christopher Reeve. Ja, das ist mein Superman. Gut aussehend, charmant, ironisch, witzig dabei, trottelig, wenn er Clark Kent ist. Das Ganze ist wirklich schön erzählt. Wir haben mit Gene Hackman und Lex Luthor einen wirklich tollen Bösewicht dabei. Was ich allerdings sagen muss, und das hat mich beim Schauen des Films schon ein wenig, oder ist mir ein wenig sauer aufgestoßen, sind dann schon die Effekte. Ja, es ist einfach so, wenn ich über CGI neuerer Produktion herläster und rummotze, dann muss ich das auch bei älteren Filmen machen, vor allen Dingen, wenn sie mich so stören wie hier bei Superman 1.
der Film, ich glaube, in den weiteren Fortsetzungen des Films Franchises wurde es ein bisschen besser, aber gerade die Szenen, wo Superman fliegt, boah, Leute, ich meine, ja, vorher ist Star Wars in den Kinos gewesen, da dachtest du, da sind echte Weltraumschlachten und hier sieht das so aus, wenn Superman fliegt, als hättest du da, weiß ich auch nicht, als hätten das irgendwelche Grundschüler in der Schule in der Film-AG zusammengestückelt, das ist nicht gut. Also es sieht wirklich nicht gut aus, wenn Superman fliegt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das 78 der Burner war, ja, also dass das Publikum gesagt hat, oh Gott, der fliegt ja wirklich, sondern es ist schon ganz genau zu sehen, die Proportionen stimmen nicht, die Farbgebung stimmt nicht, Superman ist glasklar im Vordergrund und dahinter sieht alles irgendwie verschwommen und schmierig aus, es ist nicht so der Knaller mit der Fliegerei. Und es ist auch so, dass die Dramatik noch nicht ganz so ist, wie zum Beispiel in Teil 2, Allein gegen alle. Das ist tatsächlich mein liebster Superman-Film. Aber trotzdem eine schöne Reise zurück in die Kindheit, Superman zu sehen, wie er praktisch von seinem Planeten wegflog, nachdem seine Eltern ihn gerettet haben und der Planet ist den Eltern ja um die Ohren geflogen und er dann auf der Erde gelandet ist, dann bei seinen Zieheltern aufgewachsen ist und dann so langsam über die Jugend hinaus erwachsen wird und sich mit seinem ersten großen Bösewicht anlegt, nämlich Lex Luthor, gespielt von einem genialen Gene Hackman. Und ich habe auch das Gefühl, Christopher Reeve, der war sofort drin in seiner Rolle. Superman, so sieht das Ganze aus. Ja, so sieht es dann von hinten aus. Da sehen wir den kleinen Superman, wie er aus seiner, was das, Meteorit rausschlüpft. Und wir haben eine bedruckte Blu-ray mit dem genialen und gut aussehenden und viel zu früh von uns gegangenen Christopher Reeve. Superman, der Film, hat mich einfach wieder zurückgeholt in meine Kindheit, in meine Vergangenheit. Wie gesagt, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, waren dann doch die etwas schlechteren Effekte, gerade in den Flugszenen. Und deswegen bekommt Superman, der Film, Teil 1 von mir, 8 von 10 Kaffeebohnen. Und ich muss natürlich noch hervorheben, der grandiose Soundtrack John Williams, ne? Wahnsinn, was der hier komponiert hat, das Titelthema. Da, 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 la, 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 la. Gut, es geht weiter. Nach Superman war es dann wirklich so, dass ich wieder gestreamt habe. Ich war ein bisschen angefixt auf James Bond und ich habe euch ja eben gesagt, diese Dokumentation, der Klang von 007, tatsächlich gab es parallel dazu ein Live-Konzert in der Royal Albert Hall. Und das konnte man sich auch angucken, auch über meinen Streaming-Anbieter. Und das Ding hieß nicht der Klang von 007, sondern das Ding hieß The Sound of 007. Also da darf man nicht durcheinander geraten. The Sound of 007 ist das Live-Konzert in der Royal Albert Hall und der Klang von 007 ist die Dokumentation. Und was soll ich sagen? Ja, es sind tatsächlich, die Show ging ursprünglich 135 Minuten hier dieses Ding ging nicht mal eine Stunde. Also man hat ordentlich was weggecuttet. Highlights natürlich, Shirley Bassey war dabei, hat gesungen Goldfinger und Diamantenfieber. Wir haben Garbage dabei gehabt, The World is Not Enough. Einfach auch herausragend, ein David Arnold tritt auf mit Gitarre und singt You Know My Name. Ja, in Angedenken an seinen Kumpel Chris Cornell, das wird auch erwähnt, das sagt er auch. Dann gibt es noch ein Gitarrenbattle zwischen David Arnold und Hans Zimmer, die das Bond-Thema variieren. Ganz klasse, aber leider gibt es auch Ausfälle. Gurken, ja, da ist zum Beispiel ein absolut verhauenes You Only Live Twice. Grauenhaft, hab noch nie sowas Schlechtes gehört. Live and Let Die, kannst du nicht vergleichen. Dann singt da irgend so eine Frau da, Goldeneye, ist nicht Tina Turner. Natürlich, sie versucht es genauso zu singen, kommt aber nicht mal halbwegs ran. Und deswegen, weil auch tatsächlich viele Ausfälle in dieser kurzen Stunde drin sind und weil man über anderthalb Stunden scheinbar weggeschnitten hat, gibt es hier für mich für dieses Live-Konzert nur 6 von 10 Kaffeebohnen. Also warum hat man da nicht das ganze Konzert eingestellt? Was soll das? Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Dann habe ich mich mal wieder einem kleinen Horrorfilm zugewandt, der im Zuge von Halloween und Freitag der 13. damals in die Kinos kam, den wahrscheinlich kein Schwein kennt, außer ich jetzt. Und das Ding heißt Vormorgengrauen. Und ihr seht schon, worum es geht. Es geht scheinbar um einen Typen mit einer Machete und es geht um schreiende Teenager, die nicht ganz so nervig sind und nicht ganz so stereotyp wie viele Teenager in diesen Horrorfilmen mit irgendwelchen Serienmörder, die fahren dann in so einen Wald rein und da wird tolle Atmosphäre aufgebaut. Also der Film ist wirklich, wirklich atmosphärisch schön aufgebaut mit einem außergewöhnlichen Soundtrack irgendwie dabei, ja. Da kommt auch immer so ein Pfeifen vor
Und da läuft so ein Typ immer durch die Gegend und der metzelt und es gibt ein bisschen Action auf so einer Hängebrücke. George Kennedy ist mit an Bord hier, ja. Der unter anderem ja auch in Die nackte Kanone mitspielt, aber auch in vielen Katastrophenfilmen der 70er Jahre, Airport zum Beispiel oder auch Delta Force mit Chuck Norris. Also und muss sagen, das ist einer der besseren kleinen Horrorfilme, die mitgeschwommen sind. Da im Fahrwasser möchte ich sagen, der hat mich wirklich unterhalten. Da sind jetzt nicht die großen Kills drin, die großen blutigen Kills, aber der Film lebt für mich durch diese Atmosphäre. Durch dieses Unheimliche, was hier wirklich gut aufgebaut ist. Und tatsächlich, der Regisseur nennt als Vorbild für seinen Film, den er gedreht hat, Beim Sterben ist jeder der Erste. Und das ist ja wirklich ein großer Klassiker, möchte ich sagen. Also, Vor Morgengrauen, er tanzt mir schon über den Tisch, habt ihr es gesehen? Vor Morgengrauen. Ja, ihr dürft jetzt keinen großen, ausschweifenden, actiongeladenen, nägelzehrenden, nägelkauenden, spannenden, ultraspannenden Film erwarten, aber ein kleiner Horrorfilm für zwischendurch, für B-Movie und Trash-Fans ist dieser Film allemal, der hat mich wirklich besser unterhalten, als ich mir das erst vorgestellt habe. Und Vor Morgengrauen kriegt von mir 7 von 10 Kaffeebohnen. Doch, der hat mich unterhalten. Einer der besseren bleibt in meiner Sammlung, wird nicht wieder aussortiert. So, und dann wollte ich mal wieder einen Film gucken von einem meiner Lieblingsdarsteller, nämlich Clint Eastwood. Und ich habe mir ja vor einiger Zeit diese Viererbox gekauft. Die Clint Eastwood Box habe ich euch auch hier vorgestellt, wo drin ist ein Fressen für die Geier, Coogan's großer Bluff. Im Auftrag des Drachen und Sinola. Sinola habe ich bereits letztes Mal hier vorgestellt. Und dieses Mal habe ich geschaut, den zweiten, Coogan's großer Bluff. Worum geht es? Es geht um Coogan, der aus Arizona kommt und so eine Art Cowboy Ranger ist da in Arizona. Das erfahren wir dann auch gleich in der Anfangsszene. Buchtet da jemanden ein, er ist ein ganz cooler irgendwie, wortkarg, aber sehr, sehr schlagfertig, wenn er irgendwie angemacht wird. Und er muss dann in die große Stadt praktisch und da einen Verbrecher abholen, der in Gewahrsam genommen wurde, den er nämlich eigentlich in Arizona festgenommen hat. Der ist von da aber geflohen und wurde jetzt in New York verhaftet, aufgegriffen. Und von da soll er ihn wieder zurücküberführen. Und nun ist es so, Coogan kommt da an mit seiner Cowboy-Kluft, einem Cowboy-Hut. Das ist kein Cowboy-Film, der spielt in den 60er Jahren, ja. Aber er ist halt so gekleidet, weil er so ein Ranger-Sheriff ist aus Arizona. Die sehen ja auch heute noch aus wie Cowboys da, weil sie immer noch Kühe hüten, ja, Kuhjung, Cowboy. Und er kommt dann da an in New York und muss sich mit einigen Widrigkeiten und Bürokratie rumschlagen. Also er kann den Typen jetzt nicht gleich mitnehmen, weil er in irgendeinem Hospital liegt und Coogan gerät dann von einem Mist in den anderen. Und dieser Typ, den er da abholen soll, der ist dann, der haut dann ab. Ja, der bricht dann irgendwie aus und schlägt Coogan nieder und Coogan muss ihn dann verfolgen. Der heißt Ringerman, sein Gegner. Regie geführt hier hat übrigens Don Siegel, der ja unter anderem mit Clint Eastwood auch Dirty Harry gemacht hat, aber auch Flucht von Alcatraz und Ein Fressen für die Geier. Also 3 sehr, sehr gute Filme und ich muss sagen, Coogan's großer Bluff hat mich für Clint Eastwood-Verhältnisse sehr enttäuscht. Also der Film hat für mich so gut wie keine Höhepunkte. Clint Eastwood stolpert durch New York. Das Ganze ist aufgebaut so ein bisschen episodenhaft, dann hat er was mit der Frau, dann wird er kurz eingebuchtet, dann hat er eine Schlägerei, dann hat er was mit einer anderen Frau und ich frage mich immer, ja, wann geht's denn jetzt mal um die Haupthandlung in Coogan's großer Bluff? Dann gibt's eine Verfolgungsjagd irgendwann, dieser Typ, dieser Ringerman, der verschanzt sich dann in so einem Kloster, da spürt Coogan ihn dann auf und dann gibt's eine kleine Motorradverfolgungsjagd und dann hat er ihn und überführt ihn. So. Am Ende des Films habe ich mich dann gefragt, warum heißt denn der Film eigentlich Coogan's großer Bluff? Denn er blöfft hier nirgends. Oder Bluff. Coogan's großer Bluff. Im Original heißt der Film Coogan's Bluff. Warum? Der blöfft nicht. Ich dachte immer, da kommt jetzt ein großer Trick, den er noch einsetzt oder sonst was. Gar nichts. Ja, passiert nichts. Das ist ein normaler Action-Krimi so. Für, wie gesagt, Clint Eastwood sehr, sehr durchschnittlich. Hab mich dann schlau gemacht. Und Coogan's Bluff ist eine Felsformation da in New York, wo zum Beispiel diese Motorradjacht mitspielt. So, also das ist ein Ort. Es geht nicht um den Namen Coogan's Bluff, sondern es ist ein Ort in New York. Aber das soll man erstmal sehen. Ich meine, und im Deutschen wird das Ding ja auch noch genannt Coogan's großer Bluff. Ja? Gut, hier sehen wir jetzt praktisch die DVD im Inneren. Da ist es, ja. Und ja, wie gesagt, ich habe gesagt, so ein Krimi, fast wie von der Stange. Ja, also jetzt nichts, wo ich sage, Mensch, ein typischer Eastwood, mich gut unterhalten, sondern der war wirklich für Eastwood-Verhältnisse relativ durchschnittlich. 6 von 10 Kaffeebohnen für Coogan's großer Bluff.
Bluff. Bluff, Bluff, Bluff. Egal, wie ihr es wollt. Dann habe ich noch einen Film geschaut. Ein Film, den ich damals auch tatsächlich im Kino gesehen habe. Habe ich mir in die Sammlung geholt, habe ich euch vor ein paar Monaten mal vorgestellt hier. Und der Film ist von 1995, regiert, geführt, Kevin Reynolds, der unter anderem mit Kevin Costner auch Robin Hood gemacht hat. Hier hat er mit ihm zusammen Waterworld angefangen und Kevin Costner musste das Ding dann beenden als Regisseur, weil er sich mit Kevin Reynolds überworfen während der Dreharbeiten. Und ich weiß noch im Vorfeld, bevor dieser Film ins Kino kam, damals hieß das Katastrophe, das wird ein Flop, der Film verschlingt immer mehr an seinem Budget, irgendwie kommt nicht klar, es ist kein Geld mehr da für den Rest fertigzustellen vom Film, das große Finale. Und worum geht's? Es geht um eine Welt, die scheinbar vom Klimawandel überrascht wurde und sämtliche Polkappen sind geschmolzen und wir leben nur noch auf Meeren. So, und da leben dann Typen wie er jetzt, der Mariner, so wird er genannt. Er hat auch Fischhäute zwischen den Zehen und zwischen den Fingern, kann sich ganz schnell bewegen irgendwie. Das ist so eine Art Mad Max auf Wasser, also nicht in der Wüste, sondern im Wasser. Die haben dann da Segelboote, Schiffe, irgendwelche Festungen, so wie hier auf dem Wasser. Also wirklich tolle Bauten, eine super Ausstattung. Das Ganze erinnert tatsächlich wie Mad Max auf dem Wasser, nur wesentlich zahmer. Ja, ist eine 12er-Freigabe, Waterworld. Wesentlich zahmer, aber tolle Action-Szenen dabei, tolle Bauten dabei, tolle kreative Einfälle dabei und trotzdem hapert es irgendwo bei diesem Film. Nämlich für mich am Drehbuch und an der Inszenierung. Es ist dann doch eintönig, wenn du über 2 Stunden nur Wasser siehst. Immer nur Wasser. Die suchen dann Dryland, ja? Also es gibt so dieses Gerücht, da ist so ein kleines Mädchen, die hat auf dem Rücken hat sie eine Tätowierung, das soll angeblich eine Karte sein nach Dryland, also da, wo kein Wasser ist, sondern eine Insel. Oder so wie hier jetzt, ja? So, da wollen jetzt alle hin, unter anderem auch der Bösewicht, gespielt von Dennis Hopper, der macht wirklich einen guten Job. Dabei, Dennis Hopper spielt einen grandiosen Bösewicht. Wir haben die Frau an Kevin Costners Seite, Jean Triplehorn, die wir auch kennen aus Basic Instinct. Die spielt die Helen. Und das Ganze ist wirklich gut. Tolle Schauwerte, tolle Ausstattung, tolle Action-Szenen. Nur wie gesagt, es hapert mir am Drehbuch. Es kommt nicht so richtig in die Gänge. Immer wieder wird es dann ein bisschen geredet auf dem Wasser. Und dann gibt es wieder eine Action-Szene. Dann wird wieder ein bisschen gefaselt. Dann gibt es wieder eine Action-Szene. Dann wird wieder gefaselt. Und das Ganze aber nicht so stimmig wie bei Mad Max. Ich kann das nicht genau beschreiben. Es fehlte mir ein wenig an Tempo, ich weiß auch nicht. Obwohl es genügend Action gibt und dann das große Finale, siehst du einfach, dass kein Budget mehr da war. Da siehst du dann auf einmal schlechte CGI-Effekte, da siehst du auf einmal irgendwelche Modellbauten, wie früher bei King Kong und Godzilla hier aus Japan. Also für so einen großen Film dann, muss ich sagen, hat mich nicht vollends überzeugt. Waterworld mit Kevin Costner kriegt von mir 7 von 10 Kaffeebohnen. Bleibt trotzdem natürlich in der Sammlung, weil es trotzdem ein unterhaltsamer Film, aber er hat schon seine Schwachstellen, Waterworld. So Leute, und jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare. Haut sie mir hier unten rein. Kennt ihr die Filme? Was sagt ihr dazu? Und wir sehen uns wieder. Nächstes Wochenende ist ja schon das Halloween-Wochenende, Mann. Da kümmern wir uns mal ein bisschen um Halloween. Dieses geniale Franchise, ne? Ciao.